Im Schwechater Theaterforum gab es kürzlich wieder ein Programm speziell für die Kleinsten. Gezeigt wurde das interaktive Stück Oper rettet die Operette. Im Theaterforum Schwechat gab es Oper rettet die Operette zu sehen. Daniela und Gerald sind Geschwister und geraten in einen Streit darüber, welche Musik sie hören sollen. Während des Streits wird ein Brief ihres Opas versehentlich zerstört. Um den Streit beizulegen und eine Lösung zu finden, entscheiden sich die beiden gemeinsam mit ihrem Papa dafür, Kompromisse zu schließen und lernen dabei, die Operette und andere ältere Lieder zu schätzen, die ihr Opa so liebt. Es geht um die Operette und um Lieblingslieder im Allgemeinen und wie man die dann gemeinsam hört, ohne dass man zu streiten anfängt, weil jedem was anderes gefällt. Wenn man so zusammen lebt als Geschwister, will ja doch dann jeder wie was anderes hören. Und so schauen wir einen Weg zu finden, dass alle zufrieden sind und den Kindern ein bisschen die Operette näher zu bringen. Ja, ein bisschen einen gemeinsamen Spaß haben, miteinander singen, miteinander Freude haben und vielleicht neue Musik kennenlernen. Was glauben Sie, ist es denn, dass dieses Stück jetzt so besonders und vor allem auch eben so kinderfreundlich macht? Es ist von uns selbst geschrieben, mit unserem Herzblut. Das macht es ganz besonders, würde ich sagen. Und natürlich das Team. Ich habe Andreas Brentschitz hier, der am Klavier einfach toll spielt, live. In allen Tempos, die wir uns wünschen, Tempi. Und Gerald und ich, wir singen und tanzen und ja, macht Spaß. Mit den Kindern mit viel Interaktion. Das interaktive Musiktheaterstück ist für Kinder ab dem 5. Lebensjahr gedacht. Ursprünglich sollte es schon viel früher aufgeführt werden. Es kam ja Corona. Wir waren alle zu Hause, wir haben nichts gemacht und dann gab es im Land Niederösterreich ein Kunststipendium und da habe ich hingeschaut und gesagt, ja, ich mache gern was für Kinder mit Operette und viel Interaktion und die haben dann ein bisschen was dazu gezahlt, dass es sich auszahlt und dann war ich in Corona dann zu Hause und habe geschrieben und dann haben wir es verschoben, dann war wieder ein Lockdown und wieder verschoben und heuer ist es soweit und jetzt können wir endlich spielen. Wie genau ist es denn, wenn man es eben hier für die Kinder spielt? Ich finde es spannend, ich war neugierig, wie das ist, weil Operette doch eher ein bisschen ein verstaubtes Image wahrscheinlich hat, aber ich glaube mit dem Stück und mit den quirligen beiden Darstellern neben mir am Klavier schaffen es, glaube ich, auch den Kindern Operette näher zu bringen und auch Lust drauf zu machen, sich vielleicht dann auch einmal eine Operette anzuschauen. Und vor Kindern ist es immer toll, weil das ist das ehrlichste Publikum. Du merkst sofort, funktioniert es nicht, kommt es gut an oder nicht. Du bekommst sofort dieses Feedback und es ist so ehrlich. Woher genau kommt denn Benin diese Leidenschaft eben fürs Theater her, genau eben für die Kinder? Woher unsere Leidenschaft vom Theater fürs Theater kommt? Aus dem Herzen. Ich kann gar nichts dazu sagen. Immer schon. Wie hat es bei Ihnen angefangen? Ich habe vor vielen Jahren Ausbildung gemacht, damals noch am Konservatorium der Stadt Wien und habe viel gespielt und irgendwann war so das erste Kindertheaterstück, ich weiß nicht mehr wann, und da habe ich eben genau das gemerkt, wie schön das ist vor Kindern, diese, weil sie ehrlich sind und sie freuen sich und das ist einfach ja, wunderschön. Das kindgerechte Stück bietet neben einem Einblick in die Welt der Operette auch eine moralische Botschaft. Dass es schön ist, miteinander zu singen und zu tanzen und dass nicht jeder auf sich nur schaut und sagt, ich mache nur die Musik und ich bin ganz engstirnig und höre nur meine Musik, sondern dass man einfach offen durch die Welt geht und gemeinsam was singt, was tanzt und Freude am Leben hat. Im Theaterforum Schwechat gibt es demnächst die Premiere des Historiendramas Paulas Kampf, das falsche Bild von Isa Hochgärner zu sehen. Am 8. März startet unsere nächste Eigenproduktion Paulas Kampf. Da geht es um die Schwester von Adolf Hitler und um die Cousine zweiten Grades von Adolf Hitler, die Aloysia Veit, die an Schizophrenie gelitten hat und die während des Weltkrieges dann vom kurzfristig Verlobten von der Paula Hitler praktisch in Steinhof gelandet ist und der Jekelius, der Verlobte, der hat Steinhof geleitet, also Spiegelgrund, und hat praktisch das Todesurteil unterschrieben von der Großcousine.